Moin, herzlich willkommen zurück hier zur nächsten Folge Let's Play Alice 17. Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.9. Es kann sehr gut sein, dass die Version 2.0 schon draußen ist, wenn ihr dieses Video guckt. Dann kommen auch immer gerne Fragen, warum ich denn auf der 1.9 spiele, wenn die 2.0 doch schon draußen ist. Das liegt einfach daran, dass zum Zeitpunkt der Videoerstellung die Karte noch nicht draußen war. Und daher spiele ich jetzt erstmal noch eine ganze Zeit hier auf dieser Version. Leider. Oder warum auch leider, ist ja nicht schlecht. Also die ist ja jetzt nicht irgendwie großartig fehlerhaft. Aber ich kann euch eben die 2.0 werde ich euch erst Ende Juli zeigen können. Vielleicht gibt es dann ja schon die 2.1 oder was, ich weiß es nicht. Wir schauen, aber vorher schaffe ich das nicht. Es sei denn, die kommt jetzt noch raus während meiner Aufnahmesessions hier, was ich aber nicht glaube. So, ich muss mal eben gucken, wo wir sind. Wir sind am Säen. Der MB-Trager, der Class Axion, ist auf Feld 4 unterwegs. Es fehlt doch noch einer. Wir haben noch 4. Seemaschinen eigentlich am Start. So, Nummer 1. Nummer 2, da ist er. Und der muss aufgefüllt werden. Ich habe übrigens mal eben kurz, also Trivia sozusagen, unnützes Wissen, tatsächlich mal eben schnell meine Außenjalousien hier zugemacht. Und jetzt sehe ich auch, was hier im Spiel passiert in der Nacht. Das war vorher nicht zu sehen, weil es hier im Raum so hell war und ich mich eigentlich nur selber reflektiert habe. Und, jetzt kann ich langsam erkennen, worum es hier geht. Also in der Aufgabe, in der Folge hier vor. Ja, da war es noch nicht so. Da konnte ich teilweise nicht erkennen, was hier auf den Feldern los ist. So, und weiter geht's. Einmal aufgefüllt. So, wir machen hier unten eine große Mais-Session. Und zwar werden die Felder 33, 32 und 16 werden mit Mais gepflanzt. Und dann wird es noch wieder eine große Häcksel-Session bei der nächsten Ernte geben. Gucken, ob das noch in meinen Ferien passiert oder erst danach. Dann lasse ich mich mal überraschen, wie schnell das geht und wie weit wir da kommen. Eigentlich würde ich das gerne erst nach den Ferien machen. Aber mir ist auch klar, dass das viele, viele, viele Folgen sind, viele, viele Tage. Und dass ihr dann lange, lange warten müsstet. Und wir gucken einfach mal. Also ich werde es nicht künstlich hinauszögern. Aber ich werde mir jetzt auch nicht extrem irgendwie die Zeit vorspulen. Nur damit ich dann nur damit ich dann irgendwie eher ernten kann. Das wird auf keinen Fall passieren. Ach, seht ihr, wir müssen uns auch mal um die Bienenkörbe kümmern und die verteilen, ne? Wir haben hier überall schön die... Was ist das denn? Hier ist ja ein ganzer Feldrest. Nicht weiter schlimm, ist auch Hafer, aber ja, zum Glück haben die keine Kollision. Ja, so ist das.
ganz, ganz fleißig am Ansehen. Wir haben uns ja auch noch eine vierte Condor dazu gekauft, um einfach den ganzen Aufgaben gerecht zu werden. Und einfach zu wissen, was geht. Schön gemacht. Zum Feld anfangen. Da nochmal eben ein bisschen aufräumen. Ein bisschen schick machen. Dann nochmal neu auffüllen hier den Saatguttank. Und dann geht das auch weiter. Zum nächsten Feld. Wobei hier vorne müsste es eigentlich gut sein. Das Einzige, was nicht gut ist, sind hier die. Aber da wir ja keine Kollision haben, wie mir gesagt wurde, fahre ich jetzt hier einfach quer durch. Einmal. Mach das hier eben schnell. Das war vielleicht ein bisschen weit. Man soll auch hingucken, was man macht. Einmal voll machen hier und dann geht's rüber auf Feld 22. In letzter Zeit haue ich hier immer mit dem Joystick irgendwie falsch. Also da müsste doch eigentlich es doch zum Mäusemelken. Na, wir fangen unten an. Feld 22, weil das eher die Richtung ist, aus der wir normalerweise sonst auch kommen, wenn wir hier uns oben um Feld 21 nicht kümmern. Und wir haben nicht die Gefahr, dass wir unbedingt da reinfahren in den Mist. Feld 22. Position aktuelle Vorgewende 3. Scharf? Möchte ich die scharf haben? Ja, möchte ich scharf haben.
ruhig vier Vorgewände machen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, berechnen. Speichern. Feld. 22. Und auch hier machen wir Hafer, auch wenn wir das gar nicht alles zur Haferflockenfabrik bringen können. Apropos Haferflockenfabrik, da können wir gleich mal hingehen. Und mal schauen. Haferflockenfabrik besuchen. Ja, die ist nämlich voll. So gut wie. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Trotzdem kann ich hier mal ein paar hier weg. Dann kann hier vernünftig weiter produziert werden. Habe ich jetzt immer noch nicht geguckt, wie das denn nochmal ging. Mit dem Cosplay und das muss ich gleich tatsächlich in der Pause mal machen. Und dem Verkaufen von ihr wisst, was ich meine. Boah, der ist auch gleich schon wieder leer. Bin hier nur noch am Auffüllen, ey. Unglaublich. Wo ist denn hier mein anderer? Da ist er. Wir fahren auch direkt hier oben hin. Stellen uns nicht direkt hier aufs Feld, aber hier ganz in die Nähe. Und gucken mal, was er hier so treibt. Fast. Oh, ne, nicht immer hier im Kreis fahren. Das macht keinen Spaß. Ja, kümmere ich mich gleich drum um das Auffüllen. Erstmal muss ich ihm hier sagen, ich hoffe ja, dass es damit getan ist, dass ich ihm hier einfach einen größeren Wendekreis gebe. Ah. Ist klar. Kommt ja alles. So haben wir zu tun. Und so müssen wir uns auch gleich darum kümmern, dass am Hof die Saatgutproduktion weiterläuft. Punktlandung, würde ich sagen.
Na, schade. Was haben wir denn da drin? Gerste haben wir da drin. Es ruckelt. It's ruckling through the Gegend. Mal gucken, was denn die Produktion hier alle noch haben. So, noch ein bisschen was. Zwei Ladungen kriege ich damit alleine voll. Ja, hier ist kein Mist. Und Gülle ein bisschen was. Haben wir hier was drin? 13.000, ja, okay. Das ist cool. Naja. Also 3,5 Überladewagen kriege ich damit noch voll. Aber Mist brauchen wir jetzt wieder. Mist weg. Und füllen hier Mist rein. Da könnte auch was draus werden, oder? Gleichzeitig holen wir uns hier das große Fortuna-Fass und bringen damit Gülle auch noch zur Düngerproduktion. Oh, Leute, wir überziehen. Hey, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das. Kommentar, Like, Abo.
Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meine Homepage. Und ja, wenn es mal wieder irgendwann einen Livestream gibt, dann besucht mich auch im Livestream gerne. Und aber wann, weiß ich wie gesagt nicht. Ferienzeit ist jetzt erstmal nicht. Also erstmal. Achso, okay. Ich muss hier dann mit dem. Achso, ja, okay. Ich darf mich nicht so weit davon entfernen. Alles klar. Ich weiß Bescheid. Ja. Wie gesagt, ich sage erstmal ciao und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge.